Ein herzliches Willkommen hier auf Talerfisch und Pock in Splatoon 3 Online. Heute mit diesem Wischer Splatana, müsste der glaube ich heißen. Ich habe es leider schon wieder vergessen, weil ich ein Idiot bin. Ich sag's euch aber gleich nochmal. So, die Wischer, die waren auch neu hier in Splatoon 3. Deswegen sehen wir den heute auch nochmal. Und ansonsten wechsle ich vielleicht danach auch schon auf die Airbrush MG, mal sehen. Damit ich die euch schon mal gezeigt habe und ich halt einfach mit der ein bisschen leveln kann. Weil das wäre für mich einfach cool. Aber ich möchte sie euch halt gerne nochmal vorher zeigen. Dann ist das auch nicht mehr abgefilmt. Ist vielleicht auch ganz gut. Wir können im Übrigen auch mit dem Wischer das. Wir können aber nicht so wie mit dem Kalligraph oder sonst irgendwelchen Pinseln auf dem Boden rum. Wie heißt es? Ums, ja, dem komischen Ding halt folgen. So, wir haben hier den Stempel. Ich weiß gerade leider nicht mehr den genauen Namen. Aber der ist, denke ich, relativ bekannt. Der kam auch in Splatoon 3 dazu. Aber, ja, wir haben zwar einen damit gekillt, ist auch super cool. Und ich finde die Ulti auch an sich ganz cool. Aber wir wurden dann halt weggesniped. Da kann der Stempel natürlich gar nichts dafür. Ist halt einfach ungut gelaufen, dass da direkt einer mit einer Sniper stand und uns dann weggesniped hat. So, hier war irgendwo einer, ich hab's gesehen. Da. Ach fuck, als ob ich das nicht hingekriegt habe. Aber das war knapp, oder? Ich weiß halt leider gar nicht, wie viel Damage der macht, wenn ich halt einfach nur so mache. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es viel ist. Ich habe den noch viermal getroffen, oder? Drei oder viermal. Hatte ich zumindest das Gefühl. Ich kann mich natürlich auch versehen haben, aber eigentlich macht es ja auch ein Geräusch, wenn man trifft. Deswegen dachte ich, ich hätte relativ oft getroffen. Natürlich, es wird halt natürlich schon mehr Damage machen, wenn ich so mache, aber dann muss ich halt auch viel genauer treffen, ne? Das ist immer so die Frage, ob ich das hinkriege. Und am Ende bin ich ja jetzt eh nicht der, der killen will. Wie ich in jedem Part gefühlt sage. Aber ich muss am Ende sagen, ich finde den tatsächlich gar nicht mal so schlecht. So, soweit ich weiß, kann man auch irgendwie den Hammer werfen. Aber ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Also den Hammer sage ich schon, den Stempel. Aber für mich ist es irgendwie auch ein Hammer. Ich weiß es nicht. So, unsere Sekundärwaffe ist im Übrigen das. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat, aber ja, ich zeig's euch nochmal. Es ist das. Ich weiß echt nicht, was es macht. Ah, ist es eine. Nee, was war denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Wollte ich euch aber natürlich mal zeigen. So, wir haben gewonnen. Schön, dass ich das auch wieder sagen darf. Dann macht das Ganze hier natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Was die Medaillen bringen, checke ich bis heute nicht. Aber, um es mal gleich zu erwähnen, heute ist Tag des Releases von dem ersten neuen Part. Dauert zwar noch 3,5 Stunden, aber heute ist es dann endlich soweit. Und da freue ich mich. Perlmutt Akademie, da haben wir sie doch. War das die Map, die ich gestern wollte? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, ne? Auf jeden Fall ist diese Map bekannt. Ja, doch, ist bekannt aus Splatoon 2. Wenn ich... oder? Doch, klar. Ich kenne die Map. Aber irgendwie war ich mir trotzdem gerade sehr unsicher, ob ich die kenne oder nicht. Aber ja, ich kenne die. Aber wir hatten die doch schon, oder? Ja, es kann halt jetzt sein, dass ich es natürlich mit Splatoon 2 LP verwechsel, aber ich weiß es jetzt nicht. Nein! Ja, da konnte ich halt jetzt kaum was machen. Ultra-Stempel heißt der. Gut zu wissen. Ich habe nämlich auch vergessen, nochmal nachzugucken. Ich habe halt direkt weggedrückt. Was natürlich blöd war, aber gleich wechseln wir ja eh die Waffe auf die Airbrush MG.
Was habe ich denn jetzt nicht gekillt? Wer war denn das dann? So, da haben sie Angst. Völlig zu Recht. Ich habe vor dem Ding auch mega Respekt. Weil der macht halt auch Ultra Damage. Das ist aber auch gut so. Der ist halt nun mal ein fucking Stempel bzw. ein Hammer. Ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt hätte noch richten sollen. Ich hatte viel zu wenig. Ihr wisst schon, Tinte. Und da fällt es mir natürlich schwierig, das so zu machen, wie ich will. Sehr schön! Da konnten wir den trotz des Ultra-Stempels killen und jetzt habe ich halt ein Problem. Die Ulti würde mich auch mal interessieren, was das für eine ist. Die macht halt relativ viel Farbe, ne? Zum Killen ist die, glaube ich, scheiße, aber für Farbe, für jetzt Einfärben halt, müsste die doch relativ gut sein. Okay, bislang gefällt es mir, wie es hier gerade läuft. Ich sehe jetzt hier aber kein weit. Okay, ich sag nix. Also bislang beste Runde des LPs. Soweit ich mich halt jetzt dran erinnern kann. Aber von den Capture Card LPs dann... Oh, ihr wisst schon. Von den Parts dann auf jeden Fall. Bislang überzeugt mich der Wischer einfach nur dank der Ulti. Fuck. Aber das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Das hat nämlich länger gedauert, als ich dachte. Okay, danke. Ich wäre sonst wahrscheinlich gestorben. Da oben ist irgendwo einer. Fühle ich jetzt nicht so. So, ich gehe einfach hier durch. Und hoffe, dass ich noch wen mitnehme. Wenn nicht, dann nicht. Ja, da oben ist ehrlich einer. Was ist denn das hier? Haben wir gewonnen oder verloren? Gewonnen. Das sieht schon gewonnen aus. Ja. Sehr schön. Waren doch zwei richtig gute Runden, finde ich. Und dann zeige ich euch jetzt die Airbrush MG, damit wir nochmal was anderes sehen. Wie gesagt, ich will das hier nicht ganz zu lange ziehen, das LP. Deswegen geht es jetzt gleich mit einer anderen Waffe weiter. Vicious Platana heißt die, okay, gut. Dann bis sofort. Damit let's go. Taler, Fisch und Pock. Da sind wir hier wieder. Und ich muss jetzt schon sagen, es fühlt sich so vertraut an mit dieser scheiß Airbrush MG. Und ich freue mich, euch jetzt schon den High Hammer zu zeigen. Unsere Ulti im Übrigen. Ansonsten müssten wir die Sprudelbombe als Sekundärwaffe haben. Und die Waffe, die ich gerade nicht verstanden habe, die Sekundärwaffe von dem Vicious Splatana, das war tatsächlich der Torpedo. Dadurch, dass aber, glaubt, keiner in der Nähe stand, wurde der halt einfach nicht gezündet. So, da hätten wir auch schon den High Hammer. Der ist halt wirklich mega cool. Ich liebe den. Also, ich finde den halt einfach übel nice irgendwie, ich weiß nicht. So, damit können wir einfach das hier machen. Und das hat mir auch sofort meinen Kill gebracht. So wie es sein muss. So, die Waffe hier, die ist halt Real Talk, vor allem fürs Einfärben gedacht. Weil die hat halt jetzt keine hohe Treffgenauigkeit. Die schießt, wie man vielleicht sieht, ein bisschen links und rechts abweichend. Natürlich ist es trotzdem damit möglich zu killen. Das ist jetzt auch nicht das Schwerste. Weil die halt auch sehr schnell schießen kann. Was sehr praktisch ist. Irgendwelche Vorteile muss sie ja haben. Aber dadurch, dass ich ja eh nur einfärbe, ist das für mich halt die beste Waffe. Und ich freue mich schon so sehr, mit der jetzt weiter zu spielen. Off-Cam auch. Es macht einfach so viel Bock mit der Waffe. Deswegen wollte ich die euch auch unbedingt mal zeigen. Wenn ich mit der halt am besten bin, dann... Okay, ich weiß nicht, was das für eine Bombe ist. Was wirklich die Sprudelbombe ist. Ja, wir dominieren gerade. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Okay, ich habe wenigstens Kill Assistant geleistet. Ja, das war jetzt nicht gut gemacht, aber egal. Ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zum High Hammer in die Kommentare schreiben. Ich finde den halt wirklich mega cool. Habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gesagt und ich weiß, ich nerve. Aber es ist einfach so.
Okay, jetzt hatte ich gerade ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Aber ich will nicht sterben. Wo ist er denn? Ich sehe ihn manchmal gar nicht. Da vorne. Das machen wir so. Wie viele Kills habe ich jetzt mit dem Ding schon? 3? 4? Auf jeden Fall, für mich hat es sich gelohnt. Ich will halt auch nicht in die Sniper reinrennen, ne? Ich hoffe, dass das verständlich ist. Und das ist eine der besten Parts jemals. Real Talk. Das ist eine der besten Splatoon-Parts jemals. Von allen LPs. Und Streams. Und was wir auch alles hatten. Aber ich glaube, die sind... Nee, die sind nicht einer weniger. Hey, warte mal, ist hier jemand durchgebrochen? Ja. Ich gehe mal besser zurück, würde ich sagen. Klar, da wird er sich halt jetzt nicht umdrehen, aber ist ja trotzdem schade, ne? Ja, okay. Hat das versucht nochmal zu drehen, hat aber nicht gereicht. Ist auch gut so. Ich meine, wir waren einfach das bessere Team. Und haben es halt einfach krass gemacht. So, beliebtes Ziel, Revier gefärbt und... Was ist das andere? Keine Ahnung. Konnte ich leider gerade nicht so schnell lesen. So, zeig mal an. 7 Kills. Das ist für mich wirklich viel. Gerade eben hat auch ein Fehler bei der Datenübertragung reingekickt. Lieben wir natürlich. Und damit let's go in der Perlmutt Akademie. Nochmal. Freut mich. Was ist denn jetzt los? Okay, es scheint zu funktionieren. Gut so. Früher, als ich im Übrigen auch Splatoon-Content auf TikTok gemacht habe, da habe ich manchmal mal so ein paar Videos hochgeladen, habe ich immer so dumme Fragen bekommen, wie von wegen, wer spielt denn mit der Airbrush MG? Und dass ich mir das einfach abgewöhnen soll. Aber ich weiß nicht, ihr seht ja auch hier jetzt in den Videos wieder, dass es einfach gut läuft, auch wenn das jetzt nicht gut war. Zumindest nicht gut genug. Das war halt aber in Splatoon 2 sehr logisch. Okay, cool. Aber ich will auch mal cool Bombe haben. Ich muss mir mal angucken, welche... Oh nein! Oh gut. Welche Waffe die Coolbombe besitzt. Das würde mich mal interessieren. Ist hier nicht jemand? Ja, schon, aber der hat sich mal schnell verzogen. Okay. Fokus Profi-Kleckser. Interesting. Geh mal hier lang. Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, den Weg. Oh ja, der existiert. Cool, ne? Kommt man gleich hier unten raus. Bei 2 Gegnern. Och man, bitte jetzt nicht noch die letzte Runde verlieren. Das wäre so cool, wenn wir alle Runden gewinnen würden. Ich weiß, das hatten wir zwar auch schon mal, aber... Hey, was ist das? Was ist das? Hey, das habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Irgendeine krasse Ulti auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, ich bin langsam wieder ein bisschen mehr drin in Splatoon. Es dauert halt immer eine Weile, bis man wieder reinkommt. Ist ja logisch. Und jetzt fängt es doch mal an zu sacken. Nee, Spaß. Ich hatte nur kurz Angst, weil der mit dem Profi-Stempel war. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Unten sind sie. In Reihe und Glied. Jetzt haben sie sich da so eine Wand aufgebaut, die ich gar nicht fühle. Was hat denn der für eine Waffe? Schießt die Punkt 52 Gallen echt so weit? Wusste ich gar nicht. Dachte, ich bin auf einem guten Sicherheitsabstand. Aber nee, war ich irgendwie nicht. Und wir verlieren jetzt. Wir verlieren jetzt. Naja gut, auf der anderen Seite ist zwar auch was eingefärbt, aber das bringt halt nicht viel. Wenn
Ja, scheiße. Egal. Dann müssen wir halt auch mal verlieren in dem Part. Weil gereicht hat das hier nicht. Ist zwar knapp, 2,8%, aber knapp vorbei ist auch daneben, ne? Na gut, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich danke euch wie immer vielmals für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Splatoon 2 on, 3 online. Wenn ihr die nächsten Parts nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.